Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial, diesmal über die Vernetzungssoftware Gmesh. In diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ich diese Sprengringgeometrie in Gmesh mit Hilfe von Hexaederelementen vernetzt habe. Im ersten Schritt dieses Tutorials zeige ich euch, wie ich die Basisgeometrie in FreeCAD modelliert und für die spätere Vernetzung in Gmesh vorbereitet habe, und im zweiten Schritt dieses Tutorials zeige ich euch die eigentliche Hexaedervernetzung in Gmesh. Ich beende einmal dieses Clipping-Menü, beende die Gmesh-Software und befinde mich in FreeCAD. Ich bin hier in der Part Design Workbench und ich lege ein neues Projekt an. Ich möchte einen neuen Körper anlegen, ich möchte eine neue Skizze anlegen und ich möchte in der XY-Ebene zeichnen. Ich wähle diese aus und dort angekommen wähle ich das Kreisbogenwerkzeug. Ich fange den Ursprung des Zeichenblattes, ich fange noch die senkrechte Y-Achse und ziehe den Kreisbogen auf. Ich fange wiederum den Ursprung, fange noch einmal die Y-Achse, ziehe einen weiteren Kreisbogen auf und noch einen weiteren kleinen Kreisbogen hier unten. Im nächsten Schritt richte ich einmal die Punkte hier ein wenig aus und wähle mir aus dem Kontextmenü das Linienwerkzeug. Ich fange diese beiden Punkte hier und schließe die Linienzüge. Diese beiden noch und hier oben diese beiden. Hier habe ich eine rote Fehlermeldung, weil diese Senkrechtbeschränkung hier redundant ist. Ich entferne sie über die Entfernen-Taste. Nun möchte ich noch diese Linie hier senkrecht ausrichten. Ich habe 5 Freiheitsgrade übrig, das sind die ganzen Radien und Bemaßungen. Der äußerste Kreisbogen bekommt einen Radius von 27 mm, der mittlere Kreisbogen bekommt einen Radius von 25 mm und der innere Kreisbogen bekommt einen Radius von 22 mm. Es sind noch 2 Freiheitsgrade übrig. Dieser Punkt hier hat einen Abstand von der senkrechten Y-Achse von 2,5 mm. Und dieser Punkt hier bekommt einen Abstand von der senkrechten Y-Achse von 8 mm. Die Skizze ist grün hinterlegt, sie ist vollständig eingeschränkt, ich schließe sie und ich polstere sie auf. Ich möchte um 2 mm aufpolstern, trage diese ein und bestätige mit OK. Nun ist die erste Hälfte meines Sprengrings fast fertig, das Netz hier unten fehlt noch. Die zweite Hälfte des Sprengrings möchte ich durch Spiegeln erzeugen. Ich wähle hier dieses Pad im Dateibaum aus und gehe auf das Spiegelwerkzeug. Mir wurde direkt die YZ-Ebene als Spiegelebene vorgeschlagen, diese behalte ich auch und bestätige mit OK. Nun möchte ich meine beiden Löcher in die Geometrie einfügen, dementsprechend markiere ich die Oberfläche, ich wähle eine neue Skizze, ich zoome etwas in den Arbeitsbereich hinein und wähle das Kreiswerkzeug. Ich ziehe 2 Kreise auf, diese beiden Kreise mache ich über das Ist gleich groß. Ich möchte eine zentrische Ausrichtung vornehmen, ich markiere die Kreismittelpunkte und die senkrechte Y-Achse, richte die beiden Kreise aus. Der Radius dieser Kreise soll 1,2 mm betragen, es sind noch 2 Freiheitsgrade übrig. Der Abstand der Kreismittelpunkte von der Y-Achse soll bei 5,2 mm liegen und der Abstand, ich ziehe dieses Maß mal etwas runter, der Abstand der Kreismittelpunkte von der X-Achse soll bei 24 mm liegen. Ich bestätige mit Schließen und stanze die beiden Löcher in die Geometrie hinein. Nun ist er hier unten noch etwas eckig, mein Sprengring. Das kann ich leicht beheben, indem ich diese ganzen Kanten hier mithilfe der Steuerungstaste selektiere. Ich drehe die Geometrie noch ein wenig, wähle noch diese beiden Kanten und verrunde sie. Ich möchte einen Radius von 1 mm, wie bereits vorgeschlagen, verwenden und verlasse den Dialog mit OK. Nun ist meine Sprengringgeometrie fertig modelliert, jedoch möchte ich nicht mit dieser 3D-Geometrie in Gmesh arbeiten, sondern mit einer 2D-Geometrie, die ich später extrudieren kann. Dementsprechend wechsle ich einmal über in die Draft Workbench. Ich wähle die Unterseite des Sprengrings aus und wähle das Facebinder-Werkzeug. Meinen Ursprungsbody blende ich mit Hilfe der Leertaste einmal aus und mir bleibt noch ein Face, das ist dieses hier übrig. Dieses Face möchte ich etwas genauer anschauen. Ich vergrößere hier einmal die Punktgröße auf 7 Einheiten und ich sehe, dass meine unteren Teile des Sprengrings, dort wo die Löcher sind, relativ kompliziert aufgebaut sind. Ich habe viele Linien und viele Punkte, weiterhin habe ich hier oben noch 2 Punkte. Generell gilt, ich tue mich umso leichter, Hexaederelemente in Gmesh zu extrudieren und zu erzeugen, je einfacher meine Geometrie aufgebaut ist. Dementsprechend möchte ich dieses doch etwas komplizierte Face vereinfachen.
Um das vorzunehmen, gehe ich in die Sketcher Workbench. Ich wähle die Oberfläche dieses Faces aus, wähle eine neue Skizze und möchte direkt meine Körperkanten hervorheben, um sie als Hilfslinien verwenden zu können. Das ist hiermit auch schon geschehen. Ich gehe in das Kontextmenü, nehme das Linienwerkzeug, fange diesen Punkt hier und ziehe eine Linie auf den gegenüberliegenden Kreisbogen auf. Das gleiche mache ich hier drüben und hier unten wiederhole ich den Vorgang auch nochmal. Ich fange die beiden Punkte und ziehe einen Linienzug auf. Nun habe ich noch zwei Freiheitsgrade übrig, einfach weil diese Linien hier noch frei verschiebbar sind. Das beende ich über eine Senkrechtbeschränkung, genauso hier drüben. Und meine Skizze ist vollständig eingeschränkt. Ich schließe sie und habe einen weiteren Eintrag in meinem Dateibaum. Diese beiden, das Face und diese Skizze möchte ich vereinigen. Dafür gehe ich in die Part Workbench und wähle Boolean Fragments. Nun wurde meine Geometrie stark vereinfacht. Sie besteht nun aus vier Flächen, zwei relativ komplizierte hier unten und zwei sehr einfach aufgebaute hier drüben, die ich leicht mit Hexaederelementen vernetzen kann. Diese Boolean Fragments möchte ich exportieren. Ich gehe dafür in meinen Arbeitsordner. Ich vergebe als Dateinamen Sprengring und als Dateityp wähle ich BRAP, das heißt Boundary Representation. Ich gehe auf Speichern und bin damit in FreeCAD auch schon fertig. Ich öffne meine Gmesh-Vernetzungssoftware. Dort angekommen gehe ich auf File und ich lege ein neues sogenanntes Geofile an. Ich suche ihm ja einen Arbeitsordner heraus. Als Dateinamen möchte ich Sprengring verwenden und als Dateityp wähle ich Geo, das heißt ein Geofile. Ich sage Speichern. Ich werde direkt gefragt, welchen Kernel ich in Gmesh verwenden möchte. Ich verwende hier in diesem Tutorial den OpenCascade-Kernel. Im nächsten Schritt möchte ich einen Texteditor öffnen, um mit diesem Geofile leichter in Gmesh arbeiten zu können. Ich verwende in diesem Tutorial den Texteditor Notepad++. Es ist jedoch auch der Windows-interne Texteditor durchaus verwendbar. Ich empfehle jedoch deutlich, Notepad++ zu verwenden, da er relativ luxuriös ist, um mit Gmesh zu arbeiten. In Notepad++ öffne ich mein eben erzeugtes Geofile, Geodatei, diesen Sprengring und öffne ihn. Ich habe hier auch schon einen Eintrag drinstehen, nämlich Satfactory OpenCascade. Das war eben die Auswahl, die ich getroffen habe, dass ich den OpenCascade-Kernel verwenden möchte. Im nächsten Schritt möchte ich meine Boundary Representation-Datei, den Sprengring, importieren. Ich nehme eine neue Zeile, schreibe Merge, wähle die Gänsefüßchen, bezeichne die Datei, das ist hier sprengring.brap, und beende die Zeile mit einem Strichpunkt. Ich speichere diese Veränderung am Geofile einmal ab, gehe über in die Gmesh-Software. Ich richte die mal ein bisschen aus, genau so, dass ich beide sowohl Notepad++ als auch Gmesh sehen kann. Ich öffne hier das Geometriemodul und reloade das Geofile. Mein Sprengring wurde importiert, ich bin jedoch mit der Darstellung noch nicht so ganz zufrieden. Ich gehe hier einmal auf Tools und wähle die Optionen. Das ist das im Grunde das wichtigste Menü in Gmesh überhaupt. Hier wähle ich den Geometrieantrag und gehe auf Visibility. Ich möchte meine Punkte sehen, ich möchte meine Oberflächen sehen und ich möchte meine Volumen sehen. Volumen habe ich im Moment noch keine. Weiterhin möchte ich die Bezeichnung der Linien sehen, das heißt die Line Labels, meine Oberflächenlabels. Hier habe ich die Oberfläche 2, die Oberfläche 1, die Oberfläche 4, die Oberfläche 3. Und meine Volumen-Labels möchte ich auch noch sehen. Im nächsten Schritt möchte ich diesen Sprengring einmal ganz normal mit Tetraeder-Elementen vernetzen und mir danach ansehen, wie viele Elemente ich für ein mittelmäßig feines Netz ich dafür benötigt habe. Um das durchführen zu können, muss ich zuerst diesen Sprengring wiederum extrudieren. Dafür gehe ich auf Elementary Entities, ich wähle Extrude und Translate. Ich möchte um zwei Einheiten in die positive Z-Richtung extrudieren. Ich möchte kein Netz extrudieren. Ich möchte keine Elemente vereinigen und ich möchte zwei Netzlayer anlegen. Extrudieren möchte ich Surfaces, also Oberflächen. Dementsprechend wähle ich diese aus. Ich wähle meine Oberfläche 2 aus, meine Oberfläche 1, meine Oberfläche 4 und meine Oberfläche 3. Über die E-Taste beende ich die Selektion und über die Q-Taste beende ich das Werkzeug.
Nun wurde mein Sprengring extrudiert und wie man sehen kann, wurden mir direkt neue Oberflächen angelegt, zum Beispiel hier die Oberfläche 9 und es wurden mir auch direkt Volumina erzeugt. Hier das Volumen 1, das Volumen 2, das Volumen 3 und das Volumen 4. Diese Geometrie, nein, zuerst möchte ich einmal mein Geofile aktualisieren. Ich klicke dafür in den Texteditor, sage hier Ja und ich habe meinen Extrude-Eintrag drin stehen. Extrude und zwar um 2 Einheiten in die positive Z-Richtung und extrudiert wurde das die Oberfläche 2, Oberfläche 1, Oberfläche 4 und Oberfläche 3. Im nächsten Schritt gehe ich wiederum in meine Optionen und schaue mir einmal an, was für Vernetzungsalgorithmen hier gerade eingetragen sind. 2D automatisch, 3D Delaunay, Recombine schalte ich aus, Subdivision gehe ich auf keinen. Den Rest lasse ich auf den Default werden und ich schaue einmal, was für ein Netz mir nun erzeugt wird. Dafür klappe ich das Mesh-Modul aus. Ich lasse mir meine ganzen Kanten vernetzen. Hier ist anscheinend nichts passiert oder es ist etwas passiert, ich kann es nur nicht sehen. Um das Sichtbarkeitskriterium ausschließen zu können, gehe ich bei Mesh auf Visibility. Ich aktiviere die Knoten, die möchte ich sehen, die Linien möchte ich sehen, die Oberflächen möchte ich sehen und die Surface Edges möchte ich sehen und Surface Faces möchte ich sehen. Und wie man sieht, bei 1D, meine ganzen Kanten wurden durchaus vernetzt, ich konnte sie nur gerade nicht sehen. Im nächsten Schritt möchte ich meine Oberflächen vernetzen. Man sieht schon, es werden lauter Dreiecke erzeugt und ich möchte mein Volumen vernetzen. Ich gehe hier nochmal auf General, maximale Elementgröße wähle ich einmal 1 und lasse mir das Ganze nochmal neu vernetzen. Nun habe ich ein relativ, naja, mittelmäßig feines Netz. Und ich gehe einmal in das Statistikmenü, um zu sehen, was ich hier eigentlich bekommen habe. Knoten und so weiter. Tetraeder, ich habe 7783 Tetraeder erzeugt, also knapp 8000. Das ist schon eine ganze Menge für so eine kleine Datei. Ich schließe einmal das Statistikmenü. Gehe in die Notepad++ Texteditor, lösche hier dann den Extrude-Eintrag heraus, aktualisiere die Änderung am Geofile und lasse mir das Geofile wieder mit der Veränderung in Gmesh anzeigen. Damit habe ich die Extrusion und das Netz entfernt und ich möchte meine Hexaeder-Vernetzung vorbereiten. Dafür gehe ich auf den Reiter Mesh und Define, anschließend auf Transfinite und ich wähle Transfinite Line. Ich möchte 20 Knoten erzeugen. Als Typ wähle ich Bump und den Parameter belasse ich auf 1, den verändere ich noch später. Ich wähle meine 4 Kreisflanken vom Sprengring aus, bestätige die Auswahl über die E-Taste und das Werkzeug über die Q-Taste. Ich wähle wiederum Line, Transfinite Line. Diesmal möchte ich 4 Knoten erzeugen. Bump lasse ich eingetragen, Parameter auf 1 und ich wähle diese kleinen Kanten aus, die ich in das Sketcher-Workbench eingefügt habe. E-Taste und Q-Taste. Ich aktualisiere mein Geofile. Transfinite Line 5724, das sind die Flanken des Sprengrings. 20 Knoten, using Bump an Parameter 1 und Transfinite Line 1, 6 und 3, das sind diese kleinen Linien hier. Im nächsten Schritt möchte ich noch Transfinite Surfaces einfügen. Ich wähle diese Oberfläche aus, E-Taste und diese Oberfläche, E-Taste und beende das Werkzeug über die Q-Taste. Ich aktualisiere mein Geofile. Meine beiden Transfinite Surfaces wurden eingefügt und ich kann nun einmal ausprobieren, was für ein Netz ich mit diesen Einstellungen auf dem Sprengring erzeuge. Ich verlasse mir meine ganzen Kanten vernetzen, meine Oberfläche und ich sehe, ich habe immer noch Dreiecke. Das möchte ich ändern. Dafür wähle ich hier Recombine. Nun habe ich schon lauter Vierecke. Nun kann ich hier einmal auf All Quads noch gehen. Und ich kann meinen Parameter hier etwas größer stellen, damit die Auflösung hier unten nicht ganz so fein wird. Ich lasse mir das nochmal vernetzen. Es wurde etwas grober. Ich kann hier auch nochmal etwas hochgehen. War vielleicht nicht so gut. Wieder ein bisschen runter. So gefällt mir das Ganze eigentlich schon ganz ordentlich. Im nächsten Schritt möchte ich fest sicherstellen, dass das Netz besonders in diesem Bereich hier oben, wo der Sprengring am meisten belastet wird, stark verfeinert wird. Weiterhin soll diese Mittellinie dieses Sprengrings eigentlich weniger stark vernetzt werden, denn dort passiert nicht so arg viel.
Und ich möchte hier unten beim Übergang von diesem unstrukturierten Netz auf das strukturierte Netz ebenfalls eine feinere Vernetzung erhalten. Dafür kann ich diesen Parameter hier hinten hinter Using Bump einsetzen. Ich lösche hier einmal die 1 heraus und ersetze sie durch eine 0,2 bzw. 0,2. Das gleiche mache ich hier unten, 0,2. Ich aktualisiere das Geofile. Ich reloade das Geofile in Gmesh und ich lasse mir nochmal meine Oberfläche vernetzen. Nun sieht man, dass meine Vernetzung in diesem Bereich hier deutlich feiner ist. Dafür ist sie hier an den Flanken des Sprengrings deutlich gröber. Und auch quasi die neutrale Faser wurde ebenfalls deutlich gröber vernetzt als der Rand dieses Sprengrings. Im nächsten Schritt möchte ich die Extrusion anlegen. Dafür lasse ich mir mein Geofile nochmal aktualisieren, damit das Netz verschwindet. Ich wähle hier bei Geometrie Extrude wiederum Translate. Zwei Einheiten in die positive Z-Richtung. Ich möchte mein Netz mit extrudieren. Ich möchte vier Layers erzeugen und ich möchte Recombine verwenden. Ich wähle wiederum meine ganzen Oberflächen an. Diese beiden hier und diese beiden hier unten. E-Taste beendet die Selektion, Q-Taste das Werkzeug. Ich aktualisiere mein Geofile, mein Extrusionseintrag steht drin und ich lasse mir meinen Sprengring wiederum vernetzen. So, nun schalten wir bei Geometrie mal die ganzen Sichtbarkeiten aus, um die Übersicht nicht zu verlieren. Weiterhin bei Netz möchte ich ebenfalls die Sichtbarkeit der Knoten, der Linien, das möchte ich, nee, den behalte ich. Den kann ich ausschalten, den möchte ich behalten. Und nun möchte ich einmal in mein Netz hineinsehen. Dafür wähle ich das Clipping-Menü. Ich möchte das Netz clippen. Ja, in diesem Parameter muss man einfach immer etwas herumspielen, bis man eine schöne passende Einstellung findet. Und man sieht eindeutig, ich habe lauter Hexaeder-Elemente erzeugt. Ich kann mir auch meine Knoten nochmal anzeigen lassen. Ich habe hier keine Mittelknoten, da ich ein First-Order-Netz erzeugt habe. Ich kann auch ein Second-Order-Netz erzeugen. Nun habe ich hier noch überall Mittelknoten drin. Das möchte ich jedoch gar nicht. Mir reicht ein First-Order-Netz vollkommen aus. So, wieder etwas hineinzoomen. Kann man auch noch etwas weiter treiben, das Clipping. Ich beende das Clipping über Reset, schließe das Menü und möchte meine Datei nun einmal. Nein, zuerst möchte ich noch einen Blick in die Statistik werfen. Ich habe hier 2712 Hexaeder-Elemente erzeugt. Vorher hatte ich knapp 8000 Tetraeder-Elemente. Das heißt, ich könnte meinen Vernetzungsaufwand, meinen späteren Berechnungsaufwand doch schon ein ganzes Stück reduzieren. Nun möchte ich einmal testen, ob ich dieses Netz auch sauber exportieren kann. Dafür gehe ich auf File. Ich wähle Export. Sprengring wurde mir schon eingetragen. Als Dateityp möchte ich hier UNV verwenden. UNV. Ich speichere diesen Export ab. Hier setze ich keine Haken. Ich gehe zurück in die FreeCAD-Software. Das Boolean Fragments blende ich aus. Den Body blende ich wiederum ein. Ich gehe auf Datei, wähle Importieren. Ich wähle meinen Sprengring UNV, öffne ihn einmal und man sieht, er wurde sauber in FreeCAD importiert. So, damit bin ich im Grunde auch schon am Ende meines Tutorials angelangt. Ich hoffe, ich konnte damit dem einen oder anderen weiterhelfen, mit Gmesh zu arbeiten. Generell gilt, Gmesh ist nicht kein Allheilmittel, um Hexaeder-Elemente zu erzeugen. Es funktioniert nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel wenn Netze extrudiert werden können. Oder bei sonstigen eher einfach aufgebauten Körpern. Trotz allem ist es ein schönes Werkzeug, um in manchen Situationen schöne Netze erzeugen zu können. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, schaut euch nicht davor, die Kommentare in YouTube zu verwenden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinem Video einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert.